Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder eine Buchempfehlung für euch und zwar habe ich dieses Schätzchen hier gelesen und um dieses Buch soll es heute auch gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wie ich gerade schon sagte, geht es heute um dieses Buch hier, Die Perfekten von Caroline Brinkmann. Dieses Buch ist im One Verlag erschienen und kostet neu 18 Euro. Ich habe das Buch freundlicherweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen und ja, ich habe es gelesen, ich habe es mit der lieben Niki zusammen gelesen und was soll ich sagen? Dieses Buch war einfach eine richtig, richtig gute Dystopie. Ich erkläre euch aber auch hier erstmal, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Rain und Rain ist ein Ghost. In der Welt, in der Rain lebt, werden Menschen nach ihren Genen beurteilt und Menschen, die außerhalb des Systems geboren werden und dort leben, sind Ghosts. Ghosts haben keine definierte Genbestimmung. Alle anderen Bürger haben auf ihrem Unterarm hier so ein Tattoo mit so einem Strichcode, was halt ausweist, wie gut die Gene sind. Es gibt da verschiedene Stufen. Es gibt G1, G2, G3. Dann gibt es immer noch jeweilige Unterstufen, wenn halt eine Beschädigung an dem Menschen noch dann dazu kommt, zum Beispiel, wenn er nicht mehr laufen kann irgendwann oder taub wird oder was weiß ich, dann wird es nochmal unterkategorisiert und ja, Rain ist ein Ghost und lebt außerhalb des Systems und hat auch keine Tätowierung entsprechend. Und Rain ist mit ihrem Leben nicht wirklich glücklich, denn sie möchte einfach nur da dazugehören, sie möchte wie alle anderen zur Schule gehen, sie möchte einfach integriert sein in die Gesellschaft und in die Welt halt und ja, nicht halt sich immer den ganzen Tag verstecken müssen, durch Gassen schleichen müssen, denn es gibt dort so Drohnen, die fliegen dort immer rum und wenn so eine Drohne auf dich zukommt, musst du halt den Code hinhalten, dass die dich scannt, dass die halt sieht, dass du ein ganz normaler Bürger bist, weil halt natürlich die Herrscher von diesen Ghosts wissen und sie natürlich ausmerzen möchten. Und Rain schleicht sich halt so quasi durch die Gesellschaft so durch und muggelt sich da halt so durch mit ihrer Mutter zusammen. Ihre Mutter ist eine gute Genträgerin, sie ist eine G1 und ist halt da. Damals, wo sie jung war, hat sie sich den Rebellen angeschlossen und als sie dann schwanger war, hat sie die Rebellen aber verlassen und halt Rain zur Welt gebracht. Und Rain lebt mit ihrer Mutter halt quasi zwischen dem System. Ihre Mutter kann halt aufgrund dessen, dass sie eine Tätowierung hat, kleinere Arbeiten annehmen und machen und nachgehen und so halt auch ein bisschen Geld verdienen und dass die beiden überleben können. Und Rain tut halt hier und da so ein bisschen Schwarzarbeit machen, mal hier ein paar Geräte reparieren und hier mal ein bisschen was aushelfen und dort ein bisschen was tauschen und machen. Und ja, so muggeln sich die beiden quasi durch, bis eines Tages Rain auf Lark trifft. Lark ist ein Junge. Er ist ihr schon vorher immer mal aufgefallen und sie spioniert ihn auch immer so ein bisschen nach. Denn sie findet schön, wie sein Leben so ist und er hat eine kleine Schwester. Und Rain findet es halt einfach schön, ihn zu beobachten und halt einfach sich vorzustellen, dass sie halt auch so ein normaler Mensch wäre und halt an diesem Leben teilhaben könnte. Und Lark kriegt dann aber mit, dass er von Rain beobachtet wird und die beiden treffen dann aufeinander und denken jeweils, dass der andere der Feind ist. Also Lark bezichtigt Rain als Lauscher. Also Lauscher sind Menschen, die für die Regierung arbeiten, die halt die normalen Bürger belauschen, ob die halt irgendwas gegen das System sagen und dann halt weggesperrt werden müssen. Und ja, so hat Lark und so hat Lark halt Angst, dass Rain ein Lauscher ist und Rain hat natürlich Angst, dass Lark entdeckt, dass sie ein Ghost ist. Und ja, so ist das erste Treffen der beiden nicht ganz so einfach und die beiden freuen sich dann so nach und nach so ein bisschen miteinander an und auch die Schwester von Lark, Rose, das ist ein ganz, ganz süßes Mädchen und auch sie freundet sich mit Rain an und dann passiert eines Tages etwas ganz, ganz Schlimmes und Rain wird verraten. Von wem sie verraten wird und was das alles nach sich zieht, das werde ich jetzt hier an dieser Stelle nicht erzählen, das müsst ihr selber lesen. Zur Handlung kann ich nur sagen, dass mir die Handlung richtig gut gefallen hat. Ich mochte den Verlauf der Geschichte total. Es war wirklich teilweise sehr überraschend, was dann hier rauskam am Ende noch alles. Und ja, also ich fand einfach die Handlung ganz, ganz toll. Also da waren überraschende Wendungen drin in der Geschichte, die man nicht gleich kommen sieht. Also ab einem bestimmten Punkt sieht man sie dann natürlich kommen, aber bis zu dem Punkt dann halt erstmal denkst du dir so, what? Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und ja, also die Handlung war einfach total großartig. Man ist quasi wirklich in die Geschichte reingesaugt worden. Ich hatte total tolles Kopfkino beim Lesen auch. Also von der Handlung her hat es mir richtig gut gefallen. Ich mochte, wie sich die Geschichte entwickelt hat. Ich mochte den Verlauf der Geschichte. Und bei dem Ende habe ich erst gedacht so, nee, damit bin ich jetzt absolut unzufrieden. Vor allen Dingen, ich weiß auch gerade nicht, ob das ein Einzelband ist und bleibt oder ob da noch eine Fortsetzung kommt. Potenzial für eine Fortsetzung hätte es auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich war mit dem Ende erstmal nicht zufrieden, denn wenn es keine Fortsetzung gäbe, wäre es schon ein sehr offenes Ende. Ich habe dann jetzt aber nochmal eine Nacht drüber geschlafen und habe dann gedacht, okay, das Ende lässt halt sehr viel Spielraum für deine eigene Fantasie und für deine
eigene Vorstellung, wie das Ganze denn halt weitergeht. Also wie gesagt, wenn ein zweiter Teil kommt, ich fände es cool. Ich würde es gut finden. Man könnte auf jeden Fall an der Geschichte neu ansetzen und da nochmal eine Geschichte draus machen für einen zweiten Teil. Aber wenn es jetzt halt ein Einzelband wäre, wie gesagt, bliebe halt sehr, sehr viel offen am Ende, wie sich das Ganze schlussendlich entwickelt. Und man hätte halt sehr viel Spielraum für seine eigenen Gedanken. So ähnlich wie bei dem Ende von Das Juwel. Ich weiß nicht, wer von euch Das Juwel vielleicht gelesen hat. Da war ja das Ende auch abgeschlossen eigentlich, aber schon relativ offen noch so für das, was dann als nächstes passieren würde oder wo es drauf hinausläuft, was passieren wird. Und so ähnlich ist das hier auch. Also ich, wie gesagt, war mit dem Ende erstmal so ein bisschen so, nicht 100% zufrieden, aber jetzt, wo ich nochmal eine Nacht drüber geschlafen habe, ist es doch vollkommen okay. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn es irgendwann mal einen zweiten Teil gäbe. Was die Charaktere betrifft, war ich von Anfang an komplett bei Rain. Ich mochte sie von der ersten Seite an. Ich fand sie als Protagonistin in diesem Buch ganz, ganz toll. Man hat komplett mit ihr gefühlt. Man hat die Reise mit ihr komplett begangen. Also auch die Entwicklungen, die sie hier durchgemacht hat und alles, was sie erlebt hat und was sie durchmachen musste. Man konnte sich da absolut in sie hineinversetzen. Man hat gespürt, wie sie mit sich zu kämpfen hat und wie alles sehr verwirrend auch für sie war teilweise. Und ich konnte die Protagonistin einfach durchweg verstehen. Also das hatte ich sehr, sehr lange nicht mehr, dass mir eine Protagonistin so gut gefallen hat, dass ich absolut komplett von der ersten Seite an bei ihr war. Also es ist der Hammer. Also ich, wie gesagt, mochte Rain total. Ich fand toll, was sie für eine Entwicklung in der Geschichte gemacht hat. Ich fand es toll, gerade zum Ende hin, was sie alles getan hat und wie sie reagiert hat. Und ich fand es halt auch einfach toll, dass sie so ein Mensch ist, so gegen Gewalt und sich aber trotzdem zu wehren weiß im Notfall. Und ja, ich fand sie einfach ganz, ganz toll und sie hat perfekt in diese Geschichte gepasst. Und Rain hat die Geschichte komplett gut getragen als Protagonistin und ja, sie war einfach ganz, ganz toll. Und auch die Nebencharaktere wie Lark oder Rose oder Storm, die Mutter von Rain, die waren auch ganz, ganz toll. Also ich, gerade Storm ist so ein toller Charakter gewesen in diesem Buch und ich konnte diese Frau so gut verstehen und ich konnte ihre und ich konnte die Hintergründe, wieso, weshalb, warum sie was in ihrer Vergangenheit getan hat, sowas von nachvollziehen. Und ja, also die Nebencharaktere hier waren auch richtig, richtig gut. Und auch was die Bösen betrifft und die Intrigen, die unter den Charakteren untereinander gesponnen wurden, das war auch richtig gut gemacht. Und ja, also von den Charakteren hier kann ich nur sagen, top, 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 top. Die haben alle perfekt zusammengespielt, die haben alle perfekt zusammengepasst. Also das hat mir auch ultra gut gefallen. Vom Setting her befinden wir uns hier, wie gesagt, in einer dystopischen Welt. Das heißt, unsere Gesellschaftsform gibt es nicht mehr und unsere Welt ist quasi untergegangen. Und daraus entstand dann eine neue Gesellschaftsform mit neuen Regeln und natürlich neuen Ansätzen. Und wie gesagt, hier ist es halt so, dass in dem Land Hope, wo das Ganze spielt, es wieder verschiedene Einteilungen, nicht Distrikte, Zirkel heißt es dort. Da gibt es verschiedene Zirkel, die halt ihre Bewohner haben und jeder Zirkel hat einen Earl und dieser Earl ist ein Gesegneter. Und die Gesegneten sind Menschen mit perfekten Genen. Also das sind die perfekten Menschen quasi, die absolut keine Fehler haben. Und wie gesagt, das sind halt die Earls, aber nicht alle Gesegneten sind halt Earls, denn es gibt ja nur bestimmte Zirkel und die anderen Gesegneten sind einfach toll und reich und haben irgendwelche anderen Aufgaben. Und ja, und diese Welt war einfach toll. Also es war das erste Mal, dass ich eine Dystopie gelesen habe seit langer, langer Zeit und die mich nicht sofort an Panem erinnert hat. Ich habe immer wieder bei Fantasy-Geschichten, also wie zum Beispiel die Rote Königin auch, da hatte ich ganz stark die Welt von Panem im Kopf. Ich habe immer automatisch, mein Kopf hat automatisch immer diese Welt verknüpft mit Panem, wie die beschrieben wurden. Und das war hier nicht so und das war so gut. Also ich habe endlich mal wieder eine Geschichte gehabt mit einer Welt, die ich noch nicht kannte, die überraschend war, die neu war. Also jetzt war jetzt nicht komplett alles neu und ne, das Rad kann ja nicht immer neu erfunden werden, aber diese Welt war einfach toll und es war halt auch natürlich wieder Klassen, arm, reich und alles da dazwischen. Aber es war halt von den Beschreibungen her, wie dieses ganze System aufgebaut war, halt komplett anders. Und ja, ich fand die Welt einfach ganz, ganz toll und großartig und ich fand, sie war auch toll beschrieben und umschrieben. Das war nicht zu viel Umschreibungen, aber auch nicht zu wenig. Das war genau das richtige Maß in dieser Geschichte und ja, hat mir einfach richtig gut gefallen. Also das Setting war mega. Also gerade dieser Zirkel, wo Rain halt auch lebt, Grey heißt er, das ist so ein Industriezirkel mit ganz, ganz vielen Fabriken und da ist die Luft halt verschmutzt, da ist Smog überall und die Menschen müssen teilweise mit Gasmasken rumlaufen. Da werden
die Augen verätzt und die Lungen verätzt. Und man konnte sich das alles so gut vorstellen und man konnte sich das halt auch vor dem inneren Auge gut aufrufen, wie sie da durch die Gassen geschlichen ist und wie es da diesen einen vertrockneten Park gab. Und also es war einfach ganz, ganz toll. Also ich fand diese Welt einfach mega gut. Also es war eine total tolle, dystopische Welt. Und wie gesagt, das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit, dass ich ein Buch gelesen habe mit so einem Ansatz und ich das nicht sofort mit Panik verknüpft habe. Und ja, ich werde hier schon wieder hell und dunkel. Was ist hier los? Sonne kommt, Sonne geht. Es tut mir leid, wenn ich hier so mal Lichtschwankungen drin habe. Aber jetzt geht die Sonne schon wieder weg. Licht, ich krieg die Krise. Ja, also Setting auch top, kann ich nicht sagen. Der Schreibstil von Caroline Brinkmann hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Es war ein toller Jugendbuchschreibstil. Der Schreibstil war nicht zu kitschig, nicht zu klischeebehaftet. Es war ein ganz sachlicher, schlichter Schreibstil. Aber es sind halt auch sehr, sehr schöne Sätze geformt worden in diesem Buch und sehr, sehr schöne Worte teilweise auch gefunden worden für manche Dinge. Und ja, also ich... Es war einfach so toll, also auch das, was Rain halt immer gesagt hat, Unwetter haben keine Angst, das war halt immer so ihr Leitspruch, das hat ihre Mutter halt immer zu ihr gesagt, weil ihre Mutter ist ja Storm, der Sturm und sie ist halt Rain, der Regen und deswegen hat ihre Mutter halt immer gesagt, Unwetter haben keine Angst und das war halt quasi ihr Mantra, das ganze Buch hinweg durch und ich fand das so toll und dieser Schreibstil hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Man kam so leicht durch die Geschichte, man ist da quasi so durchgeflogen und es war einfach gut. Es war einfach ein wahnsinnig toller Schreibstil. Der war nicht zu kitschig, nicht zu klischeehaft. Er hat einfach perfekt zu der Geschichte gepasst. Er, wie gesagt, er war teilweise sehr, sehr sachlich. Aber es waren trotzdem ganz, ganz tolle Formulierungen in dieser Geschichte und auch Umschreibungen und Beschreibungen. Und ach ja, es war einfach toll. Also ich kann nur sagen, tolle Handlung, tolles Setting, tolle Charaktere, toller Schreibstil. Das Einzige, wo ich ein bisschen was zu meckern habe, ist die Liebesgeschichte, die sich zum Ende so ein bisschen entwickelt hat. Also es gab einen bestimmten Punkt in der Geschichte, wo Rain mit ihren Gefühlen zu kämpfen hatte, wo ich ihr das aber nicht so hundertprozentig abgenommen habe, aufgrund dessen, was im Vorfeld halt passiert ist. Also das war so das Einzige, wo ich so ein bisschen so mal, das hätte man im Vorfeld in der Geschichte irgendwie noch ein bisschen mehr rausholen können, dann wäre das jetzt glaubwürdiger gewesen. Aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung, was mich halt so ein bisschen gestört hat. Aber deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass dieses Buch schlechter ist oder nicht. Also es war einfach rundum eine ganz, ganz tolle Dystopie, die mich mal wieder absolut begeistern konnte, die eine ganz, ganz tolle Protagonistin hat. Und ja... Ich fand das Buch einfach großartig und es hat mir so ultra gut gefallen. Und wie gesagt, das Ende, ich hatte am Ende erst gedacht, was, das kann jetzt hier nicht das Ende sein. Ihr könnt mich jetzt ja nicht so in der Luft hängen lassen. Und wie gesagt, jetzt nachdem ich eine Nacht nochmal drüber geschlafen habe, denke ich mir einfach, wenn es keine Fortsetzung gibt, bleibt halt der eigenen Fantasie wirklich sehr, sehr viel überlassen. Und man kann sich jetzt selber ausdenken, wie das Ganze weitergeht. Oder es gibt vielleicht noch irgendwann mal eine Fortsetzung, man weiß es nicht. Also im Moment ist es ein Einzelband. Ich weiß nicht, ob da irgendwann mal noch was kommt. Wir werden sehen. Mein Fazit zu diesem Buch ist, dass Die Perfekten eine rundum gelungene Dystopie ist. Mal wieder mit einer erfrischenderen Story und einem ganz, ganz tollen Ansatz, einem tollen Worldbuilding, toller Handlung. Und ja, die Geschichte war einfach für mich rundum perfekt. Und deswegen kann ich euch dieses Buch wirklich wärmstens nur empfehlen. Lest Die Perfekten, wenn ihr Lust auf eine Dystopie habt. Es ist ganz, ganz toll. Und ich warte jetzt ab, ob eine Fortsetzung kommt oder nicht. Und wenn nicht, dann wie gesagt, dann bleibt halt bei dem Ende sehr, sehr viel offen und sehr viel der eigenen Fantasie. Ich kann nur sagen, lest dieses Buch. Und wer von euch das Buch schon gelesen hat, kann mir seine Meinung natürlich wie immer in die Kommentare schreiben. Ich freue mich drauf. Und ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und lest dieses Buch. Es ist so gut.